Ja, sehr geehrter Präsident, wir reden heute über die gestiegene Bedrohung durch Terror. Paris war Terror, Köln war auch Terror. Köln in Zahlen, 883 Anzeigen, 30 Verdächtige, die Hälfte davon Asylbewerber und 11 davon seit September nach Deutschland eingereist. Wir können nicht über den Terror reden, ohne auch über die Migrantenkrise zu reden. Ein Täter von Paris war Asylbewerber in Deutschland. 8 bis 10 Millionen Flüchtlinge sind jetzt auf dem Weg von Syrien und Irak nach Deutschland, sagt unser Entwicklungsminister. Niemand sagt, das seien alles Terroristen. Aber die Terroristen unter ihnen missbrauchen unsere offenen Grenzen und es sind zu viele. Wer für offene Grenzen verantwortlich ist, der verantwortet auch mit deren Taten. Und das sind durch Tun oder durch Unterlassen. In Deutschland Herr Seehofer, der sehr viel redet. Die CDU-Fraktion, die sehr viel Briefe schreibt. Und das ist unsere Frau Bundeskanzlerin. Sie wird in die Geschichte eingehen als Zerstörer Europas, auch wenn sie jetzt bald zurücktritt.